Das ist Gold. Ich begrüße euch, liebe Freunde, zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Diesmal nehme ich euch mit an einem Sonntag, ganz normal Schatzsuche, ohne irgendwelche Ziele. Ich habe hier einen alten Gutshof, wo ich die Pferdeweiden abgehen kann. Das werde ich heute machen und habe absolut keine Erwartungen. Oft kommen auch ganz schöne Sachen dabei dann rum. Und der ganz normale Sonntag eines Sondlers, das erwartet euch in diesem Video. Hoffentlich finden wir auch was Schönes. Und ein Dank geht wie immer an meinen Sponsor, abenteuer-schatzsuche.de. Und jetzt, liebe Freunde, geht's los. So, ich stehe jetzt gerade hier an so einer Stromleitung. Also, die im Boden verläuft. Ziemlich unruhig, aber trotzdem schönes Signal. Hopp. So, jetzt. Oh, Gott. Oh ja, gar nicht mal so schlecht. Ich muss noch was klingeln in meinen Ohren. Durch die Stromleitung. So, jetzt gucken wir mal. Hier muss es sein. Da, das ist eine Münze. Wow, nicht schlecht. Nicht schlecht, von der Tiefe her auch. Und der Zustand ist natürlich wieder astrein mit dem Boden hier. Wahnsinn, was ist es für eine Münze? Ich habe noch keine Ahnung, aber ich zeige es euch jetzt gleich mal. Und zwar in sauber. Schön. Schön, schön, schön. Ja, liebe Freunde, da ist die erste Münze auf dem Tisch und ich hatte eigentlich gehofft, sie ist ein bisschen älter, ist sie aber nicht. Sie ist nämlich von 1984, ja 84 und man sieht hier noch sehr schön so ein Ahornblatt und das sagt uns natürlich direkt auch, wo es herkommt und zwar aus Kanada. Es ist ein Cent von 1984 und wir wollen noch ein paar alte Sachen natürlich finden, von daher ganz schnell weiter. So, hier sagt er mir 86 und tief. Ich traue dem Braten nicht hier, Leute. Naja, egal. Wir werden es nicht rausfinden, wenn wir nicht die Schaufel mal reinknallen. So. Ich habe schlimmste Befürchtungen, was dieses Signal angeht, ey. 94 jetzt, Mann. Und es ist, also ich kann es sehen, aber sieht erst noch Zweiter Weltkrieg aus. Also so ein Splitter oder irgendwie so ein Scheiß. Und was ist es? Nee, also sagen wir was anderes. Aber leider nichts Cooles, wie es aussieht. Nee. Schade, aber natürlich eine gute Tiefe. Also der Ding war hier, Pinpointer ist weg. Wie lang ist der? 25, 30. Steht da was drauf? Was steht da drauf? Vielleicht ist es doch interessant. So, der nächste Fund, der hat mir erstmal so ein paar Rätsel aufgegeben, aber man kann noch erkennen, die Buchstaben hier drumherum. Hier steht Singer und das bedeutet, ist die Abkürzung für Manufacturing and Co. irgendwas. Und ihr habt es vielleicht schon mal gehört, Singer, das war ein Hersteller von Nähmaschinen. Trotzdem konnte ich dieses Teil nicht zuordnen. Habe es in die Facebook-Gruppe gepostet, Archäologie, Sondelfundbestimmungen. Herzlichen Dank für die Bestimmung. Patrick Heisig hat es mir bestimmt. Es gab nämlich für diese Nähmaschinen so einen Holzdeckel, um die zu schützen. Und obendrauf der Griff quasi, hier war noch so ein Pin dran. Da sehen wir mal das Vergleichsbild. Das ist quasi das Stück vom Deckel dieser Nähmaschine. Hätten wir das auch geklärt, wo es herkommt, wie es da hinkommt? Weiß ich auch nicht. Und wir machen weiter mit dem nächsten Fund. So, 71, 72, ja so Mitte 70. Könnte eine Musketenkugel sein oder Blei. Irgendwie so in die Richtung. Wenn wir Pech haben. So. Hopp. Wir haben es. Optimal. So müsste es immer laufen. Jetzt muss nur noch was Schönes sein. Hier an der Seite auch.
Aha. Check it out, die nächste Münze. Oh. Also echt, der Erhaltungszustand hier mit dem sandigen Boden ist der absolute Knaller. 1800 irgendwas, 2 Reichspfennig. Wunderbar. Nächste Münze auf dem Tisch, 2 Reichspfennig, und die ist auch noch wirklich richtig schön erhalten. Können wir uns direkt mal angucken hier. Und die Münze ist von 1874. Die Rückseite, da schauen wir auch noch mal kurz drauf. Da ist auch noch alles gut zu erkennen. Da sieht man das Wappen noch mal. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Fund. Und das ist keine Münze. So, hier bin ich jetzt echt gespannt. 91 bis 93. Ziemlich fettes Signal. Ja, haben wir. Immer noch 91, 92. Das ist eigentlich gut. Kann nur gut werden. Ich habe es. Ernsthaft? Was ist es? Doch, nicht schlecht. Das ist, glaube ich, ein Heiligenanhänger. Ich glaube, es ist ein Heiligenanhänger. Ich mach's mal sauber. Ist hier oben eine Öse dran? Ja. Ja, ist schon ein bisschen demoliert hier, aber könnten wir noch hinkriegen. Ein alter Heiligenanhänger. Schön. Der nächste Fund ist ein Heiligenanhänger, und wir sehen ihn auch hier schon auf dem Tisch liegen. Er ist leider ziemlich zerbeult und schon ziemlich mitgenommen. Man erkennt aber noch so grob Maria, und also die Mutter Gottes, die jemandem damals erschienen ist, und zwar 1830 hat Schwester Catherine die Erscheinung gehabt. Ob es nun wirklich stimmt, weiß man nicht so genau, denn sie hat aufgrund dieser Erscheinung diese Medaille ins Leben gerufen, und das war natürlich auch so ein bisschen Marketing, muss man dazu sagen. Denn um was gut zu verkaufen, so Heiligenanhänger, dann braucht man auch eine gute Story. Und dann gab es die Geschichte, dass teilweise Wunderheilungen mit dieser Medaille stattgefunden haben. Naja, dann hat sich das Ding halt gut verkauft. Darum ist die Medaille keine Seltenheit, und wir haben mal wieder ein bisschen was gelernt zum Thema Geschichte. Weiter geht's mit dem nächsten Fund. Da ist es. Nächste Signal kommt rein mit 83. 81, aber die Linie ist echt gut. Von daher, das ist was Gutes. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, passt rein. Der Ton ist wirklich gut. Hoffentlich ist es nicht der Regenwurm. So, den schmeißen wir wieder rein. Oder so, der Fund ist direkt am Regenwurm. Es ist wieder rund. Da ist es. Pass auf. Da. Upsa. Zack. Sehr schön. Müsste ein alter Pfennig sein. Ich glaube ja. Ich mach's mal sauber. Hier hinten kann man auf jeden Fall das Wappen noch sehen. Und zwar so rum. Ja, die ist schön noch. Die wird noch schön. Die nächste Münze ist auf dem Tisch, und wir haben hier einen Pfennig von 1834. Hier sehen wir ihn auf der Seite. Der ist leider nicht mehr so gut erhalten, trotz des sandigen Bodens. Und hier habe ich euch mal ein Vergleichsstück aus meiner Sammlung rausgesucht. Also das ist exakt die gleiche Münze, nur einmal guter Zustand, einmal schlechter Zustand. Von daher ganz schnell weiter. So, wo ist es da? 84 tief. Geil ist es nicht, aber ich will es wissen. Oh. 94. Warum wird das jetzt nicht zum großen Eisenteil? Könnte natürlich sein. Aber wir sind schon dran. Okay. Und da kommt es auch schon. Was ist das bitte? Stück von einem Auto oder was? Von einem Spielzeugauto oder was ist das hier? Hä? Ach nee, ich sehe es. Ach, ist ja lustig. Kommt da zufällig noch mehr? Ich meine, das wäre ein altes Flugzeug, oder? Oder ein Hubschrauber oder sowas? Ja,
Sieht zumindest so aus. A few moments later. Ach nein, das darf nicht wahr sein. Wie geil ist das denn? Das ist der andere Teil vom Hubschrauber. Das ist natürlich lustig. Ich brech ab, ey. Ja, ganz witzig. Der Hubschrauber in zwei Teilen. Ich habe ihn jetzt hier mal auf dem Tisch liegen, wieder so ein bisschen gereinigt. Und da kann man es auch wirklich jetzt sehr gut erkennen, die Form. Hier sind die Räder dran. Hier oben war der Rotor drauf. Und das hier ist die Pilotenkabine. Und hier hinten haben dann auch noch ein paar Passagiere Platz gehabt. Spielzeug dieser Art würde ich datieren, allein schon von der Form her, so auf die 70er Jahre in etwa. Müsste ich mal bei dem Landwirt nachfragen, ob er da vielleicht was vermisst aus seiner Kindheit, wer weiß. Auf jeden Fall ein ganz lustiger Zufall, dass wir das beides da gefunden haben. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten. Hier geht's weiter. Mit einem 60er Signal. Was könnte das sein? Eine Münze. Oder ein Stöpsel von einer Abziehlasche. Ich bin gespannt. Na? Hier auf der Seite? Okay. Wo ist es denn? Oh. Hier. Es ist rund. Und leider keine Münze, sondern ein Knopf. Oder ist es eine Münze? Nee, es ist eine Münze. Könnte sogar eine silberne sein. Oder? Nee, ist grün. Quatsch. Oh, die sieht aber schlecht aus. Für den Boden hier. Naja, gut. Diese Münze habe ich ein bisschen zu lange im Reiniger gelassen, darum hat die Patina sich leider so ziemlich zügig entfernt. Kleiner Reinigungsfehler meinerseits, aber passiert. Und wir schauen mal eben drauf. Wir haben hier ein Viertel Stüber liegen. Die Münze ist von 1750, also schon ein kleines bisschen älter. Ziemlich dünn, Rückseite ist nicht mehr so gut, aber immer einmal was Schönes Altes. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Fund. Ja, das nächste Signal kommt auch ganz gut rein. 74 bis 80. Wenn wir Pech haben, ist eine Musketenkugel. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Ja. Wir haben es auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Jetzt muss es nur noch was Gutes sein. Alter, der Wind ist so kalt. Ab. Es ist ein Projektil aus dem Zweiten Weltkrieg. Und es hat auch eine krumme Spitze hier. Das ist noch, geht noch da weg. Hat also irgendwas getroffen, offensichtlich. Ja, auch ein Stück Geschichte natürlich. Ja, liebe Freunde, das ist natürlich auch ein Stück Geschichte. Ich habe es ja schon gesagt und findet man auch immer mal wieder. Also Munition, Projektile, auch scharfe Munition. Lasst von sowas immer mal die Finger, wenn denn sowas kommen sollte. Also oft ist es jetzt auch nicht. Aber hier sehen wir auch sehr schön nochmal diese gebogene Spitze oben von dem Projektil. Also irgendwo irgendwas getroffen hat sie auf jeden Fall. Wer weiß, vielleicht haben wir hier ein Projektil, wo wirklich jemand ums Leben gekommen ist. Ich hoffe es natürlich nicht, aber sowas dann auch in der Hand zu haben, ist auch immer wieder ein erstaunlicher Teil dieses Hobbys, sagen wir es mal so. Ja, und dann kam eine Münze, wo ich dachte, ach du Scheiße. So, hier ist nochmal ein schönes, sattes 84, 83. Das könnte wieder was sein. Scheiße. Ist noch drin. Das ist schon mal prinzipiell gut. Noch habe ich es echt voll verkackt hier am Ausbuddeln. Wir sind schon dran. Das ist Gold. Nee. Mir war es eigentlich klar. Das sind 20 Cent. Es war so klar, ey. Ja, würde ein Klavier vom Himmel fallen auf mich drauf. Als dass ich jetzt eine Goldmünze finde, aber die Hoffnung, Freunde, stirbt zuletzt.
Hier ist das nächste Signal. Mit 65. 68. Hoffentlich keine Apfellasche. So, okay, wir haben es auf jeden Fall. Hab's direkt gehört. Immer noch ein Bombensignal. Aber für ein Bäumchen natürlich viel zu klein. Es ist eine Münze, wie es aussieht. Ha! Schön. Ja. Und die wird auch noch gut erhalten sein, von daher lasse ich mal die Finger davon. Und da haben wir nochmal einen Glückspfennig auf dem Tisch liegen. Er ist auch noch in halbwegs gutem Zustand durch den sandigen Boden. Das ist da immer ganz schön auf dem alten Gut, so wo ich unterwegs bin. Und der ist von 1800, ich kann es nicht mehr genau lesen, 1870, 1874, so hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Aber so aus der Zeit wird es auf jeden Fall sein. Das soll es gewesen sein für diese Ausgabe. Lasst bitte ein Like unter dem Video, ganz wichtig, damit der Algorithmus auch weiß, dass auch die Vlogs euch gefallen. Ein Abo wäre natürlich auch schick, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ein Dank geht an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de. Und Outtakes, haben wir Outtakes überhaupt diesmal? Ich glaube, nein, ich glaube nicht. Aber beim nächsten Mal wieder, von daher unbedingt wieder dabei sein, den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.